Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part unserer FC Augsburg Karriere. Es geht rein in das letzte und entscheidende Gruppenspiel gegen Hull City. Wir spielen wieder in den weißen Trikots wie beim ersten Spiel. Wir werden auch die Aufstellung vom ersten Spiel nehmen. Nichts verändern, nur in den Einstellungen wollte ich jetzt gucken. Blablabla. Kommentarsprache. Zeigen die den Kommentator? Oh, ist ja cool. Karrieremodus Radiosprecher. Wähle aus, ob du in den Karrieremodus-Menüs Infos zu Spielergebnis und Begegnungen hören möchtest. Aber das gibt's halt nur auf Englisch, ne? Das ist richtig blöd. Wir machen aber den Kommentator leise, also aus, aber auf Englisch, weil dann kommt in der Bundesliga nämlich diese Spielergebnisse oben rechts, weil mit den deutschen Kommentatoren kommen die nicht. Da gibt's auch dieses Radio im Karrieremodus nicht, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Schade, dass es das bei den deutschen Kommentatoren nicht gibt. Tja. Aber in England gibt's ja auch alle Stadien, von daher liegt das Hauptaugenmerk vom kanadischen Entwicklerstudio doch eher in England auf der Premier League. Gut, soll uns egal sein. Hauptsache, wir kriegen oben rechts dann die Spielstände und wir gehen rein. Augsburg gegen Hull City, das letzte und entscheidende Gruppenspiel im Vorbereitungsturnier. Wir haben 6 Punkte, RB Salzburg 3, Hull City 3 und FC Midland hat auch 3. Das heißt, wenn wir heute gewinnen und Midland gewinnt, könnten die sogar noch weiterkommen. Wir könnten aber auch noch rausfliegen, wenn Salzburg dementsprechend hoch gewinnt und wenn wir heute dementsprechend hoch verlieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch, aber ich denke mal, wenn Salzburg das vielleicht 3-0 gewinnt und wir hier 2-0 verlieren, ja, dann... Ach, ich wollte auch auf Legende stellen. Scheiße. Ali halt den Top. Mach ihn! Er macht die 1-0. Wunderbar. Altin Top mit dem 1-0. Perfekter Start in der 6. Minute. Ja, komm Leute, ich stelle einfach auf Legende dann. In jedem Part sage ich, ich mache es im nächsten. Nee, ich mache das jetzt gleich heute. Ich mache das jetzt dann gleich, nach diesem Spiel stelle ich das gleich ein auf Legende. Ich glaube, Profi ist doch... Ich weiß nicht, wie es natürlich dann in der Liga ist, ja. Ich meine, man kann es ja immer wieder umstellen. Vielleicht stelle ich jetzt dann echt auf Legende und dann, damit es natürlich auch ein bisschen herausfordernd ist und nicht total langweilig ist, weil wir irgendwie jedes Spiel gewinnen. Dann spielen wir vielleicht doch auf Legende. Aber da kann ich ja nicht versprechen, dass wir so viel Erfolge haben, weil ich habe noch nie auf Legende gezockt. Von daher, tja, ist die Frage, wie wir uns da anstellen. Ich sag da nichts dazu. Was war das denn von Hits? Was war... Willst du mich verarschen? Nee. Nee. Raus. Gleich verkaufen. Ohne Witz. Nee. Aber was? Das waren jetzt zwei dicke Böcke. Was macht Marvin Hits da? Was macht der denn? Erst da, wo ihn dann noch von der Linie kratzt, weil er ihn irgendwie an den Kopf bekommt, aber nicht meint zuzupacken. Und dann beim zweiten Mal läuft er unterm Ball durch. Na, das ist jetzt noch nicht so Bundesliga-tauglich. Aber es ist die Vorbereitung. Von daher halb so wild. Altin Top. Jetzt über links sehr schön auf Co. Ah, das war nicht vorgelegt. Ah, genau, Co haben wir noch im Offensiv. Oder nee, der ist linker Mittelfeldspieler, ne? Ja, okay. Dann haben wir, ja, Dong Won haben wir im Offensiven und Altintop, genau, Altintop war es, der spielt im offensiven Mittelfeld. Fehlpass und jetzt Tim Mattausch. Schade, fast das 2-0, aber dann doch knapp vorbei. Hier nochmal das Tor von Halil Altintop. Richtig schön, oder heißt der Hamid? Ach du Liebe, ich weiß gar nicht, ob er Halil oder Hamid heißt. Sind da zwei Brüder. Haben wir auch mal zusammen beim FCB, glaube ich, gespielt. Aber die Zeiten sind längst vorbei. Jetzt spielt der eine bei Augsburg und der andere, ich meine, wenn ich mich nicht ganz täusche, bei Gala. Aber
bin ich gerade noch ein bisschen, bin mir noch ein bisschen unsicher. Livermore, jetzt mal über die Mitte, schön gespielt auf Maloney. Maloney, gut durchgesteckt, Meiler und Hits. Glanzparade, schaust du nicht vorbei, Bayer passt auf, sehr schön, cool. Und jetzt mal schnell jetzt über links. Oh, da laufen wir uns selber über den Weg. Aber Co. Läuft sich da jetzt irgendwie fest? Kann er sich befreien? Aber wohin jetzt mit dem Ball? Dominic Co aus der Distanz. Der ist nicht schlecht. Und den hält er. Und damit kriegen wir mal wieder eine Ecke. Sehen wir hier nochmal diesen Distanzschuss von Co. Aber... der geht nicht rein. 25 Minuten gespielt. Daniel Bayer. Boah, wo geht die Ecke denn hin? Also mit Ecken tue ich mir noch ganz schwer. Da habe ich bisher erst ein Tor überhaupt im ganzen FIFA erzielt. Egal ob Ultimate Team, egal ob irgendwelchen Karrieren, egal ob Spielerkarriere, egal ob Saisons oder sonst irgendwas. Ein Eckballtor. Das in der virtuellen Bundesliga habe ich das gemacht. Aber ansonsten gar nichts gerissen. Gar nichts. Also Eckball, da bin ich ganz schlecht. Und es gibt ja so eine Trophäe auf der PS4, wenn du in einem Spiel nach zwei Ecken ein Tor schießt. Ja, wenn ich gerade mal eins hab, nach keine Ahnung wie wir spielen. Zwei in einem. Ne. Aber vielleicht ja im Let's Play. Vielleicht seid ihr mit dabei. Und jetzt halt hinter, steck ihn durch schön auf Co. Na komm, hol die Ecke raus, jawohl. Ich habe da jetzt niemanden gesehen, der gut stand, den wir irgendwie anspielen können. Von daher Ecke rausgeholt. Ja, das geht doch in Ordnung. Daniel Bayer mit der Ecke. Jetzt, die ist vielleicht nicht mal schlecht. Altin Top drüber. Schade. Schade, schade. Immerhin mal ein Kopfball, der Richtung Tor geht. Das ist bei mir schon ein kleines Wunder, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Eckballtaktik habe ich noch überhaupt nicht raus, wie man die am besten drehtet. Jetzt der Matausch, Matausch. Auf, oh, Fehlpass. Aber holt sich den Ball wieder und verliert ihn wieder. Verliert den Ball nochmal. Livermore. Douglas, auch wieder die ganz durcheinander, Maloney, aber den klären wir wieder nur halbherzig. Nochmal Hull City und dann, was gibt's jetzt? Ich habe übrigens Handspiel ein, auch mit Elfmeter. Das finde ich einfach realistischer. Manchmal gibt's so Situationen, wo du denkst, man kann ja, also wenn ein Handspiel gibt, kann man ja selber gar nichts dafür. Aber ich dachte mir, komm, du packst es mit rein. Egal. Und ja, dachte ich mir halt einfach so. So, jetzt kommt der Freistoß und Hits. Ein bisschen unsicher ist der mir heute. Hoffentlich bleibt das bei ihm nicht. Und jetzt die Konterchance über den Innenverteidiger. Carlsen Bracker, Tim Matthausch. Aber da läuft kein... und wieder verliert den Ball. Das gibt's doch nicht. Was macht der denn? Und jetzt haben wir mal jemanden umgekrätscht vor lauter Wut. Hab ich irgendwelche Tasten gedrückt. Und er kriegt Altin Top die gelbe Karte. Ich weiß gerade gar nicht warum. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal in der Wiederholung. Aber wir haben dafür keine Zeit. Einfach weitermachen. Bruce mit dem Freistoß. Der geht einfach durch. Ich könnte natürlich auch die Halbzeitzeit auf 4 Minuten stellen. Das könnte ich natürlich auch noch machen. Das könnte ich noch machen. Dann dauern die Videos nicht ganz so lang und dann brauchen sie auch nicht so lange zum Rendern und zum Hochladen. Weil das kann natürlich bei so einem bis zu 25 Minuten Part schon eine Zeit lang dauern, vor allem im Rendern. Aber mal gucken. Erstmal auf Legende stellen und der Schuss geht drüber. Aber auch eher ungefährlich vom Meiler. Und somit denke ich, wird es hier gleich in die Halbzeit gehen. Nochmal Staphylidis durch die Mitte. Altin Top kommt dann nicht hin. Matthausch, Chor. Gibt es nochmal einen Angriff? Wieder der Fehlpass. Mann, 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 Mann. Und den kriegt er noch, den kriegt er noch. Martin, oh klar, warum krätsche ich immer daneben? Jetzt ist der Ball drin, jetzt ist die Chance da und da ist das 1:1. Unser erstes Gegentor mit dem FC Augsburg. Ganz dumm, wie ich mich da anstelle. Ganz, 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 ganz dumm. So, hier die Grätsche, eine schon mal daneben, die zweite schon mal daneben. Ich will das gar nicht nochmal sehen. Richtig, richtig schwach, was ich da mache. Und somit quasi mit dem Halbzeitpfiff, ja. Der Ausgleich 1:1. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das darf so nicht sein. Ja, Salzburg führt. So, wir sind ein bisschen unter Druck. Mit dem Unentschieden wären wir zwar sicher weiter, aber das haben wir ja noch nicht sicher.
Na? So, wir wechseln mal wieder durch hier. Mal wieder schön durchwechseln, Klavan runter, oh Manninger für Hits. Hits war heute, das war ein Wackelkandidat, also das war heute mal gar nichts von ihm, was der da teilweise für Böcke rausgehauen hat. Das war nicht so überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Tobias Werner, jetzt über links, Staphylides bringt die Flanke, da lauert Parker! Oh, der ja im ersten Vorbereitung, am ersten Spieltag dieses richtig schöne Tor geschossen hat. Wunderbar in die untere Ecke. So, und jetzt haben sie mal Platz. Und jetzt haben sie mal Platz. Und wir grätschen wieder daneben. So, jetzt kriege ich ihn aber. Ja, wunderbar. Und jetzt nach vorne. Staphylides. Bayer auf Chi Dong Won. Richtig gut. Warum läuft denn nicht? Parker. Warum läuft Parker da nicht weiter? Ich weiß es nicht. Sean Parker. Handspiel. Da haben wir schon. Konnte ich nichts dafür. Aber hab's halt eben eingestellt, Handspiel. Ist halt so. Gerade in dem Moment, wo ich hier aufnehme, habe ich, glaube ich, gerade meinen ersten Part hochgeladen. Ja. Es geht wieder los. Wechsel bei Hull City, 53 Minuten gespielt. El Mohammadi. Saluko. Liu Bin Bin. Wunderbarer Name, der Schuss. Aber das ist sehr ungefährlich. Damit bringen sie uns nicht in Bedrängnis. Wie gesagt, ein 1-1 reicht uns. Dann wären wir sicher weiter. Dann wären wir auch als Tabellenführer weiter. Genau. Weil Salzburg 6 Punkte hätte. Drochowski. So, was macht er jetzt? Chi Dong Won wird da voll geblockt. Kein Foul, alles normal, alles geht weiter. So, hinten rum Hull City. Und das Spiel jetzt wieder aufbauen, das wird ein bisschen dauern. Ah, ne, jetzt kommt der Liu Bin Bin. Ne, Liu Bin Bin heißt der da von Hull City. Aber Staphylides mit der guten Grätsche. Und wieder Hull City. Tobi Werner kommt nicht hin. Oh, ja, ja. Maguire. Robertson. Nee. Meiler, der kommt auch wieder an. Aluko auf Hernandez. So, jetzt muss mal einer dazwischen funken. Opare, ja, naja. Und der Schuss und Manninger, aber da unbedingt hin muss. Ich glaube, der wäre nur allerhöchstens an den Außenpfosten gegangen. Aber, ja. Geht halt irgendwie doch hin. Jetzt kommt er raus, macht das gut. Den Boxer gut weg, Ball kommt rein. Ja. Wir kriegen den Ball nicht und der nächste Versuch. So, und jetzt werden wir aber ganz schön unter Druck gesetzt. Liu Bin Bin, da haben wir ihn wieder. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, Freunde. Oh, Staphylides. Drochowski. Tobi Werner, wieder Drochowski. Sehr schön gesehen. Ah, kommt noch an, Parker. Parker. Der Pass war auch wieder so toll. 20 Minuten noch. 1-1. Wir sind weiter. City wäre raus. Von daher haben wir den Druck jetzt nicht so. Aber noch ein Tor würde uns gut tun. Sean Parker, der hat schon das hier Tor geschossen. Nein! Und Eswein. Und Eswein macht ihn. Zweites Turniertor für Alex Eswein. Er hat uns ja zum 1-0 Sieg gegen RBS geschossen. Und hier nochmal wieder dieser schöne Finesse-Schuss von Parker. Aber diesmal nur das Aluminium. Und Eswein kriegt dann den Abstauber und macht ihn zum 1-1 rein. Schön gemacht. Wir führen wieder 19 Minuten vor Schluss. Wunderbar, damit haben wir den Druck jetzt auch so ein bisschen weg. Das heißt, wir können jetzt auch noch eins kassieren und werden immer noch weiter. Womöglich werden wir auch mit einer Niederlage noch weiter, weil die ein zu schlechtes Torverhältnis haben. So. Und wir durch dieses 3-0 und das 1-0 schon mal 4 Tore plus in der Tordifferenz haben. Da müsste schon viel passieren. Und jetzt die Konterchance über Parker. Das ist ein Foul. Das ist ein Foul und das... Warte, das gibt Gelb. Gibt's aber nicht. Unser nächstes Spiel. Daheim gegen Hertha. Eigentlich, aber nachdem wir also hier voraussichtlich weiterkommen in diesem Turnier,
werden wir da erst noch das Halbfinale spielen, hoffentlich noch das Finale und dann hoffentlich auch gewinnen. Und jetzt Piotr Drochowski, was ist das denn? Warum dreht er sich denn nicht noch rein? Richtig schöner Schuss, richtig schön. Hier wieder der Finesse-Schuss und dann ans Aluminium und dann dreht er sich hier hinten. Oh, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Zweiter Pfostentreffer heute von uns. 10 zu 6 Schüsse, also ein bisschen ausgeglichener als die letzten beiden Spiele. Aber ich denke, ich werde es mal auf Legende probieren. Ich glaube, das ist so noch ein bisschen zu leicht. Da macht es auch nicht so viel Spaß zuzugucken, weil man ja immer denkt, ja, der gewinnt doch eh wieder, weil Profi zu leicht ist. Aber ich will mich da eigentlich auch gar nicht überschätzen, weil nicht, dass ich jetzt dann in der Liga dann total abkacke und auf Profi auch total abkacke in der Liga. Weil dann Hochmut kommt vor dem Fall. Ist sehr gut von Packer. Nein, der braucht er zu lang. Gibt's einen Elfmeter? Nee, gibt's nicht. Da braucht er zu lang, bis er zum Abschluss kommt. Somit diese Chance auch wieder begraben. So, Tobi Werner. Wunderbar, wunderbar. Jetzt durchstecken auf Chi Dong Won. Bringt die Flanke. Hinten ist Packer. Aber Jakubovic ohne Probleme im Tor von Hull City. Bleibt weiter beim 2:1. Und es gibt. Ja. Den Ballbesitz für uns. Oh. Dawson für Hull City. Ja, Bayer bleibt dran. Der kämpft, der beißt. Bleibt dran. 3 Minuten gibt es nochmal oben drauf. Schön von Staphylidis. Der gefällt mir richtig, richtig gut als Linksverteidiger. Und jetzt die Konterchance. Chi Dong. Oh. Cooler Ball. Cooler Ball, meine lieben Leute. Freunde, Freunde, Freunde. Die Pässe, die müssen besser werden. Definitiv. Jetzt S-Wein. Und dann ist Schluss. Wir sind da. Die Fans feiern. Wir sind im Halbfinale des European International Cup. Durch einen abschließenden 2:1-Sieg gegen Hull City. Nochmal das entscheidende Tor durch Alexander S-Wein. Nach diesem schönen Schuss von Parker. Nur ins Aluminium und dann S-Wein, der den Ball reingrätscht. Wunderbar. 2:1 Augsburg. Salzburg gewinnt 3:0. Also hätten wir jetzt irgendwie 2:0 verloren oder so. Ich glaube, dann wäre es knapp geworden. Aber so. Alles halb so wild. Können wir ja mal gucken, schnell in die Gruppe. Wir müssen gegen EA Gui Gamp, wird das glaube ich ausgesprochen. Und Salzburg gegen Standard Lüttich. Ja, seht ihr? Hätten wir jetzt -2. Ja, dann wären wir. Ja, aber nicht draußen gewesen. Glaube ich. Dann wären wir nicht draußen gewesen, weil Hull City noch die schlechtere Tordifferenz gehabt hätte. Ist aber auch alles scheißegal im Endeffekt. Wir sind eine Runde weiter. Hier ist mein 2 Tore, sehen wir. Das ist der Torschütze von uns. Wir gucken in die Nachrichten, Turnierpreisgeld 1,2 Millionen Euro nochmal oben drauf. Die nehmen wir gerne mit. Jetzt haben wir nämlich auch ein gutes Geld von 7,2 Millionen. Da kann man dann wirklich damit arbeiten und damit Spiele einkaufen. Training, Parker auf jeden Fall, der darf mal, was darf er denn mal, Tempo-Dribbling durchsetzen. Schussgenauigkeit soll er mal üben. Aber er sei eigentlich auch schon gut in der Schussgenauigkeit. Alexander S. Wein hat 73, Stärke, das wäre natürlich gut, dann machen wir nochmal durchsetzen. Auch richtig schneller. Im Mittelfeld haben wir zum Beispiel einen Chor, wer ist denn hier kurz vor der Weiterentwicklung? Niemand. Ne, dann komm, dann trainieren wir Chor weiter, der ist auch richtig talentiert. Dann machen wir mal, was machen wir denn mit dem mal? Ein Pässe beherrschen mit Chor und trainieren wir mal Max und machen bei ihm defensiv 1 gegen 1 schwer. Und Opare darf mal das El Rondo üben. Alles simulieren. Und dann sehen wir hier, dass Parker im Abschluss einen hochgeht und ein paar gute Schritte Richtung 71er macht. Und gibt es in den Nachrichten irgendwas Neues? Nö, der Trainer hat nur seine eigene Mannschaft vor dem Spiel gelobt. Gut, interessiert uns jetzt auch eher weniger. Wir bekommen aber irgendwie überhaupt keine Transferangebote. Vielleicht jetzt eins? Nee. Abschlussbericht zu Jeremy Boga. Sehr, sehr schön. Aktuelles aus Italien, bla bla. Hier, Jeremy Boga hat einen 63. So, jetzt ist die Frage. Der entwickelt sich richtig stark weiter. Ich würde ihn sogar direkt kaufen.
Kommt, wir probieren es mal. Per Direktkauf. Der ist 650 wert. Kommt, wir probieren es mal mit 400.000 erstmal. Vielleicht kriegen wir ihn. Der ist richtig gut, den möchte ich jetzt direkt verpflichten. Der kann was. Der kann was. Haben wir sonst noch irgendwelche Leute in der Wunschliste? Ne, nur Boga. Gut, aber FIFA läutet Pokalknaller ein. Alles schön und gut. Ja, dann würde ich sagen, um die weiteren Transfers und sowas, da könnt ihr sonst auch noch in die Kommentare eure Spielervorschläge schreiben. Die werden wir dann durchlesen. Um Transfers, da kümmern wir uns, wenn dieses Vorbereitungsturnier zu Ende ist, weil dann haben wir noch mal mehr Geld, dann können wir dann ein bisschen besser planen. Ja, und dann sehen wir uns zum Halbfinale im European International Cup wieder. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt, einen Daumen nach oben da lässt. Und dann sehen wir uns im Halbfinale.